Der alte König David wurde seit Jahrhunderten in der Kunst mit Krone und Harfe und langem Bart dargestellt. Denn er galt als sehr klug und als sehr weise. Und von daher erhoffe ich mir, dass er uns die Frage beantworten kann, ob Gott nicht nur uns Menschen, sondern auch den Fußball liebt. Denn unser Film heißt ja schließlich Und vorne hilft der liebe Gott. Majestät, König David? Selbstverständlich liebt Gott den Fußball, genau wie wir. Er hat ihn ja schließlich auch erfunden. In 1. Buch Mose heißt es, und Gott sprach zu Noah, geh in den Kasten, ich mach Sturm. Und jetzt wissen wir auch, dass König David Schwäbisch geschwätzt haben muss. Das ist wirklich unfassbar. Gibt es auch Hinweise im Neuen Testament, dass Gott etwas mit Fußball am Hut hat? Ja, durchaus. In Lukas Podolski, Lothar Matthäus 10 heißt es, Jesus betete und die Jünger standen abseits. So, Dele. Vielen Dank. Jetzt genug über Fußball geplaudert. Ich muss auf meiner Harfe üben. König David. O Lilien, o Lilien, o Lilien, o O Lilien, o Lilien, o Lilien, o schieß ein Tor, 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 Lilien vor,